immer wieder schön zu sehen, wenn es ausschlägt, wenn man sendet. Und ich laber dann immer am Anfang ein bisschen, weil dauert ja ein bisschen, bis man aufwacht und einschaltet und reinklickt. Aber ich grüße hiermit ganz herzlich alle Schwurbler, Schwurblerinnen, alle Hater, Haterinnen, alle Antifanten, Antifantinnen, Antifantenes. Alles, was zuschauen möchte, kann, darf, will, herzlich willkommen. Und zwar melde ich mich aus einer super Location, weil ich ja heute hier am Sapporo-Bogen bin, beim Weitblick, wo der Film The Big Reset, die Filmvorstellung stattfindet, heute um 18.30 Uhr. Ein Film, den man sicher nicht so schnell in den Kinos sehen wird. Und da möchte ich mir ein bisschen schlau machen, da möchte ich ein bisschen zuschauen, da möchte ich ein bisschen Leute nach ihrer Meinung fragen. Aber jetzt bin ich erstmal hier nicht nur, um zu gucken, ob alles klappt, sondern um euch zu zeigen, was man hier für einen Ausblick hat. Der Weitblick ist ja eigentlich im 11. Stock heroben. Viele wissen es wahrscheinlich, wenn sie aus München sind. Und nicht nur, dass man hier einen Sensationsausblick über München City hat, ob Tag oder Nacht. Nein, heute wird es noch viel geiler. Da übrigens der Olympiaturm. Heute wird es noch viel geiler hier heroben, weil, und jetzt ist er genau hinter den eigenartigen Wölkchen, die man da schon ewig über München haben, die letzte Zeit, vor allem Vormittag fällt es mir auf, blau ist der Himmel und wenn die Sonne kommt, wird irgendwie eine Gardine vorgezogen, vielleicht um uns vor der höllischen Sonneneinstrahlung zu schützen. Aber heute ist Vollmond. Also es ist nicht nur The Big Reset, die Filmvorführung im Weitblick unten im Erdgeschoss am Sapporo-Bogen um 19.30 Uhr, wer noch Zeit und Lust hat, soll vorbeikommen bei freien Eintritt, sondern es ist auch Vollmond, Blutmond und eine Mondfinsternis. Ich habe es natürlich wieder geschafft, dass ich in der Vorbereitung dieses Wolkenloch da links, das ihr seht, verpasst habe, wo er schön durchgeguckt hat, aber wie ihr seht, es ist unübersehbar Vollmond. Er leuchtet dadurch, durch diese Wolken und wird sicher gleich wieder vorkommen. Und deswegen bin ich jetzt hier rauf in den 11. Stock am Sapporo-Bogen, um eben hier nicht nur den Mond genießen zu können, sondern auch den sensationellen Ausblick hier über München, den man hier im 11. Stock vom Weitblick genießen kann. Wirklich tolle Geschichte hier. Ich gehe mal ein bisschen rüber. Vielleicht ist der Mond bis dahin wieder befreit von der Wolkenschicht, die ihn da gerade verhängt. Jetzt schauen wir mal auf YouTube, ob wer angekommen ist. Und wenn nicht, macht es auch nichts. Dann das nächste Mal. Hallo, grüß euch, ihr sieben Zuschauer. Ich grüße euch recht herzlich. Ich grüße euch alle recht herzlich vom 11. Stock in München, vom Weitblick, dieser supergeilen Event-Location. Wie gesagt, ein Teil davon hier heroben im 11. Stock war heute auch eine Veranstaltung, ist schon alles aufgeräumt. Und der Rest ist im Erdgeschoss unten. Ganz toller Gastgeber hier, der die Caterings macht und die Bewirtung. Und das Tollste hier natürlich, wie gesagt, der Ausblick über Munich City, der auch bei Nacht spektakulär ist von dieser Location. Ebenso spektakulär wie die Olivenbäume und der heute kommende Vollmond. Und ich möchte jetzt dann kürzer, ich habe ihn schon gesehen, aber er war noch beschäftigt, den Markus Heinz interviewen. Den Markus Heinz interviewen und zwar hauptsächlich wegen morgen, wegen dieser Veranstaltung in München, die ja wieder für viel Aufsehen gesorgt hat. Nicht nur der Termin ist natürlich zweideutig zu aufzunehmen. Der Termin, dieser 9.11., der ja ein wichtiges historisches Datum ist. Auch der Ort
musste schon verlegt werden vom Marienplatz, weil dort ja eine Ehrung oder eine Erinnerung einer Holocaust-Überlebenden stattfindet. So wurde diese Versammlung morgen und diese Demo, die Markus Heinz diesmal organisiert und nicht München steht auf, wichtiger Unterschied. München steht auf, hat gesagt, okay, zwei solche Sachen an einem Tag wären sinnlos. München steht auf, tritt zurück und lässt den Markus Heinz mit seinem Freiheit, also Free Ballweg, Free Jannich, Free Assange, Free alle politischen Gefangenen, wie er es genannt hat. Wie gesagt, ich gebe jetzt nicht meine Worte nieder, sondern die Worte des Veranstalters, der Veranstaltung, und werden wir mal sehen. Hallo, grüß dich Christian, ich habe gerade einen Blick runtergeworfen, ich trommle dir eins zurück hier vom 11. Stock und ja, also wie gesagt, ich werde den Markus später gleich noch befragen ein bisschen, wie es zu dieser Terminwahl kam, welchen Hintergrund, bla bla bla, werden wir sehen, was er dazu zu sagen hat, und ich habe auch schon einige andere Menschen nach ihren Meinungen gefragt, die sind genauso unterschiedlich, diffus, konträr, wie es im Internet, im Netz diskutiert wird. Die Antifanten eskalieren natürlich auf Twitter. Seid gegrüßt, Antifanten, auf Twitter. Ich habe zwar nur den YouTube-Chat im Auge, aber vielleicht schaut der eine oder andere Antifant zu. Grüße ich recht herzlich alle zusammen auf Twitter. Die Bubble der richtig, richtig teilweise bösartigen Gegenseite, die den einen vorwirft, Hetzer zu sein und selber permanent hetzt. Gibt da genug Beweise dafür. Aber um das geht es heute nicht. Die wollte ich nur jetzt freundlich grüßen mit einem Zwinker-Smiley. Es geht heute wirklich um den Film The Big Reset, der heute hier laufen wird, und um die Versammlung morgen, zu der ich Markus Heinz befragen will. Und natürlich um den im Hintergrund zu sehenden Vollmond, der heute noch zum Blutmond wird, und dazu eine Mondfinsternis. Also alles heute zu sehen, und das ist natürlich hier von dieser Location aus schon eine geile Geschichte. Jetzt schauen wir mal, dann sehen wir es eh. Ich melde mich, sobald es was Interessantes gibt. Wenn ich mich nicht melde, dann bitte ich um Verständnis, dass ich das vielleicht auf Wunsch anderer Menschen aufzeichne und nicht livestreame, das Gespräch mit Markus. Aber der Markus hat da normal eh keine Skrupel. Der macht es auch live und sagt, was er zu sagen hat. Spricht ja auch gern, so wie ich. Wir sprechen ja alle gern, sonst wird man es nicht tun, Zwinker-Smiley. Und ja, wie gesagt, danke mal momentan. Hallo Klaus! Naben zurück an den Klaus, auch ein Streamer-Kollege, der mittlerweile das ganz toll macht, hat erst vor einer Weile angefangen. Klaus, ganz klasse, danke dir, und es ist toll, wenn so viele Menschen das also weiter transportieren, dieses Zeitgeschehen, was da momentan zu transportieren ist. Mit einem letzten Blick auf diesen geilen Mond, hinter der Schlierendecke leider, aber den werden wir schon noch erwischen, als Nackiger, als Unbekleideter. Und wie gesagt, das nächste, was ich bringe, ist dann ein Gespräch mit Markus Heinz. Ob hier im 11. Stock oder unten, werden wir sehen. Aber hallo Diddle C, Grüße. Da ist einer von den Moderatoren, glaube ich, von Weichreite, dem tollen Streamer aus Leipzig, der uns gestern sensationelle Bilder geliefert hat. Danke Diddle C, fein, dass du hier bist aus Dresden. Die Grüße nach Sachsen schicke ich natürlich zurück. Heute nicht so spektakulär wie gestern bei Weichreite, beim Basti, aber vielleicht auch ganz interessant für den einen oder anderen, wenn wir den Markus vor das Mikrofon bekommen und ihn zum Morgen zu dieser doch umstrittenen Versammlung, wo die Meinungen hin und her gehen, befragen können. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, stay tuned, und entweder komme ich live mit dem Interview oder sonst zeichne ich es auch, weil ich denke, der Markus hat Eier, sagt, okay, natürlich machen wir es live. Was live ist, braucht man nicht mehr schneiden, und da ich ein schneidfauler Mensch bin, außer beim Aufschneiden, Finkersmiley, wäre mir das natürlich lieber.
Livestreamer ist Livestreamer. Das ist einfach so und das wird mir der Klaus, das werden wir viele bestätigen können. Didel J, dir auch, wie gesagt, nach Sachsen schöne Grüße. Grüß mir, Weichreite, geiler Typ, bin ein Fan von ihm, war gestern wieder ein Sensationsstream. Sowas teilt man auch gern. Sowas sieht man gern. Natürlich nicht so gern, dass da die Antifanten-Party stattgefunden hat, aber wir haben für ihn zumindest wieder gesehen, diese Kids sind mega organisiert, sind mega diszipliniert. Also die haben sie im Griff, ihre Kommandanten, so wie eben in Leipzig der Rechtsanwalt und Stadtrat Jürgen Kasseck von den Grünen, der ja mich auch zitiert nach Leipzig am 20.12. zu einer Verhandlung. Also wer da Zeit hat, wäre schön, dass ich nicht allein gegen eine sicher große Antifantenschar sitzen werde in diesem Verhandlungssaal. Ich muss mit der Mama nach Leipzig, weil der Herr Kasseck der Meinung ist oder irgendwie das vernommen hätte, ich hätte Spinner gesagt zu ihm, als er mir schreiend vor die Kamera gelaufen ist. Werden wir sehen, alles werden wir sehen. Es kommt alles auf und bravo, Klaus. Bravo, hol sie nach. Wir bleiben in Kontakt. Ich danke euch momentan mal fürs Zuschauen. Wer jetzt das nicht alles mitgekriegt hat, einfach, wenn ich hier raus bin, nochmal das Video starten, dann seht ihr das von Anfang an mit diesem geilen Vollmond hinter mir. Vollmond, Blutmond, Mondfinsternis, alles heute Abend, sensationelle Licht- und Mondshow hier als Rahmenprogramm für den Film, der um 19.30 Uhr starten wird, The Big Reset. Vielfach angekündigt und heute wird er hier im Weitblick am Sapporo-Bogen 6 bis 8 in München laufen. Wer es noch schafft, kommt her, ist super, super Geschichte und alle anderen, stay tuned. Bis hoffentlich gleich mit Markus Heinz im Interview bezüglich seiner Freiheit für politische Gefangenenversammlung morgen in München. Bis dahin, ciao und danke fürs Zuschauen und seid nicht böse, dass ich es nur so kurz jetzt mache, aber es war schon wieder länger als gewollt, weil ich ja auch ein Labertäschchen bin. Zwinker-Smiley und bis gleich, der Helge aus dem 11. Stock vom Weitblick. Ciao.